geht, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video stelle ich euch einmal die Autos aus dem neuen Ill-Gotten Gains DLC Part Nummer 2 vor. Da sind ja 5 neue Fahrzeuge und ein beschissenes Boot mit ins Spiel gekommen. Und diese Fahrzeuge werde ich euch in diesem Video auch einmal hier vorstellen. Wir werden die Autos total auftunen und dann werde ich euch auch zu jedem Auto ein bisschen Gameplay da lassen und meine Meinung zu jedem Auto euch mitteilen. Und da würde ich auch sagen, fangen wir direkt mal mit den Proben T20 an, mit der absoluten überteuersten Karre, die es je in GTA gab. Diese könnt ihr euch nämlich auf legendarymotorsports.net für 2,2 Millionen Dollar kaufen. Und ich muss aber hier sagen, das Auto hat mich doch positiv überrascht, da ich gedacht habe, einen Pegassi Osiris wird man jetzt nicht toppen. Das Auto fährt sich wirklich saugut, es bricht kaum aus, es fährt wirklich richtig, richtig schnell. Das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 354 km pro Stunde und braucht 3 Sekunden, um von 0 auf 100 zu kommen. Und als weiteres besonderes Feature hat dieses Fahrzeug hinten einen Spoiler, der sich selbst ein- und ausfahren kann. Denn wenn ihr nämlich schnell fahrt, fährt sich dieser Spoiler ganz von alleine aus. Und wenn ihr dann wieder abbremst bzw. langsam fahrt und anhaltet, dann fährt dieser Spoiler sich wieder ganz von alleine ein. Ich lasse euch hier mal ein Beispiel im Hintergrund laufen, wie das so aussieht, und ich feiere das wirklich richtig. Das hat kein anderes Auto, dieses Feature, und ich finde das wirklich richtig geil, und von daher kriegt dieses Auto auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Allerdings der einzige Nachteil an dem Auto ist halt der sehr hohe Preis von 2,2 Millionen Dollar. Kommen wir nun vom teuersten Auto des DLCs zum billigsten Fahrzeug des DLCs, und zwar handelt es sich bei diesem Auto um den Vapid Chino. Diesen könnt ihr ebenfalls auf Legendary Motorsports für 225.000 Dollar euch kaufen, und damit, wie gesagt, ist es das billigste Fahrzeug, was es in diesem DLC gibt, und ich muss ganz klar sagen, dieses Fahrzeug kriegt absolut keine Kaufempfehlung von mir. Ich lese euch hier mal ein paar Werte von dem Auto vor. Das Auto hat eine Höchstgeschwindigkeit von 193 Stundenkilometer und braucht von 0 auf 100 10,1 Sekunden. Dazu kommt, dass man nicht besonders viel an dem Auto tunen kann. Einzige richtig gute Besonderheit so an diesem Auto ist, dass man es Cabrio-like machen kann und da das Dach wegtunen kann. Dazu finde ich auch ganz gut hier vorne wieder der Motorblock, der rausguckt, und auch hinten dieses Los Santos Custom Zeichen, was man sich wieder drauf tunen kann. Aber das Auto fährt sich nicht wirklich gut, es ist langsam, und da muss ich ganz einfach sagen, es gibt im Spiel einfach viel bessere Klassiker, die man sogar auf der Straße finden kann und die sich einfach kostenlos in die Garage stellen kann, und von daher kriegt dieses Auto einfach keine Kaufempfehlung von mir, und da würde ich sagen, lasst einfach von diesem Auto die Finger. Kommen wir als nächstes zum, ich würde schon fast sagen, zu meinem Lieblingsfahrzeug aus dem neuen DLC, und zwar handelt es sich hierbei um den Corvette Blackfin, und den könnt ihr euch auf Legendary Motorsports für 695.000 Dollar kaufen, und ich muss sagen, dieses Auto gefällt mir wirklich fast am besten in diesem DLC. Das sieht einfach mal so richtig geil aus, und auch hier kann man sich wieder im Los Santos Custom das Dach wegtunen, und weitere Besonderheiten dieses Fahrzeuges sind auf jeden Fall, dass man sich vorne in die Motorhaube einfach mal so ein Loch rein tunen kann, und ich weiß nicht, aber ich gehe davon aus, das kann kein anderes Fahrzeug. Ich habe das auf jeden Fall noch bei keinem anderen Fahrzeug gesehen, dass man da in die Motorhaube einfach mal so ein Loch rein tun kann. Natürlich ist das Auto nicht das schnellste. Die Werte dieses Autos sind, dass die Höchstgeschwindigkeit einfach bei 250 Stundenkilometer liegt. Das ist natürlich noch ganz in Ordnung, aber von 0 auf 100 braucht das Auto 9,6 Sekunden. Aber dennoch, ich finde, das Auto hat einfach Style. Es sieht richtig geil aus von außen, auch wenn das Dach weg ist. Es hat irgendwie, es erinnert mich ein bisschen an den Casco, aber dieses Auto gefällt mir einfach besser als der Casco, und der Casco hat mir wirklich schon sehr gut gefallen. Auf jeden Fall, das Auto lässt sich auch wirklich sehr gut fahren, und es ist auch wirklich, es fühlt sich schneller an, als es ist, und von daher kriegt dieses Auto auf jeden Fall eine Kaufempfehlung von mir. Ich feiere dieses Auto richtig, und wie gesagt, es ist einfach, würde ich sagen, mein Lieblingsauto aus dem neuen DLC, und von daher kann ich euch allen nur raten, wenn ihr das Geld habt, dann holt euch auf jeden Fall dieses Fahrzeug, denn damit kann man halt wirklich richtig viel machen. Das kann man so unterschiedlich tunen, einfach daran, dass man das Dach wegtunen kann oder es halt als Cabrio fahren kann. Und von daher, wie gesagt, ich wiederhole mich, aber klare Kaufempfehlung von mir an dieser Stelle hier.
Kommen wir als nächstes zum neuen Motorrad, nämlich dem Dinka Windicator, und diesen könnte man sich auf legendarymotorsports.net für $630.000 kaufen. Ich habe mir das Fahrzeug allerdings nicht gekauft, weil ich das einfach total hässlich und total scheiße finde. Ich habe das bei einem Kumpel getestet, der das auch wirklich voll aufgetunt hatte, und ich muss sagen, die Karre lässt sich wirklich kaum lenken. Und es sieht einfach wirklich, wie gesagt, total hässlich aus. Und die Werte dieses Motorrads sind auch wirklich schlecht. Von 0 auf 108 Sekunden und Höchstgeschwindigkeit ist bei 177 Stundenkilometer. Dazu kommt auch, dass ich mir das neue Boot für 1,75 Millionen Dollar nicht gekauft habe, da das Boot einfach mal total hässlich aussieht. Ich sowieso so gut wie nie Boot fahre, und ich finde, ich habe das zwar getestet mit einem Kumpel, der sich das gekauft hat, und ich finde irgendwie, das sieht aus irgendwie wie so ein schwimmender Holzkochlöffel, der da einfach auf dem Wasser hintreibt, und von daher habe ich mir diese beiden Sachen, das Motorrad und das Boot, einfach nicht gekauft, weil ich finde, das wäre Geldrausschmeißerei gewesen. Kommen wir jetzt zum Abschluss des Videos, zum letzten Fahrzeug des DLCs, und zwar handelt es sich hierbei um den Coil Brawler. Diesen könnt ihr euch auf legendarymotorsports.net für $715.000 kaufen, und bei diesem Auto, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich noch so zwiespältiger Meinung, weil ich gar nicht so genau weiß, ob ich euch das Auto empfehlen kann oder nicht. Ich muss sagen, man kann schon einige Sachen an diesem Fahrzeug tun. Man kann zum Beispiel hinten einen weiteren Reifen dran tun. Man kann oben aufs Dach ebenfalls einen weiteren Reifen dran tun. Und ich muss sagen, man kann auch solche Lichter oben dran tun, die man allerdings nicht anmachen kann. Ich muss sagen, im Gelände fährt sich dieser Wagen wirklich ganz okay. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, dass er wirklich Probleme hat, manchen Berg hochzukommen. Da zieht er einfach nicht richtig. Ich glaube einfach mal, der hat hier einfach zu wenig PS. Hätte das Auto mehr PS, dann würde das Auto auf jeden Fall viel besser sein. Und dann könnte man das auch wirklich im Gelände viel besser benutzen. Ich habe damit versucht, zum Beispiel den Mount Chiliad hochzufahren. Und das Auto ist einfach gescheitert, weil es zu wenig PS hat und einfach den Berg nicht hoch kann. Aber ansonsten muss ich sagen, das Fahrzeug hat eine schöne Optik. Und das Fahrzeug lässt sich auch wirklich im Gelände schön fahren. Da gibt es wirklich nichts auszusetzen. Der Preis von $715.000 ist meiner Meinung nach aber ein bisschen zu teuer. Und von daher müsst ihr an dieser Stelle wirklich einmal selbst entscheiden, ob ihr euch das Fahrzeug gönnen möchtet oder nicht. Wenn ihr das Geld habt, dann gönnt es euch einfach so. Aber wie gesagt, kann ich mich einfach nicht genau festlegen, ob ich euch das Auto wirklich empfehlen kann oder nicht. Ich habe euch hier auf jeden Fall jetzt mal die Vor- und Nachteile des Fahrzeuges genannt, die mir so aufgefallen sind. Und als letzten Punkt so bei diesem Fahrzeug ist, wenn das Fahrzeug sich irgendwie überschlägt und irgendwo runterfällt, dann ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall so, dass es eigentlich nie auf dem Dach liegt. Der kommt immer wieder irgendwie auf die Beine, und das ist auch, finde ich, noch so ein ganz kleiner Pluspunkt an diesem Auto. Und ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall jetzt zu diesem Auto und auch zu allen anderen Autos alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich würde sagen, ich bin an dieser Stelle jetzt einfach mal raus. Mich würde es jetzt freuen, wenn ihr hingehen könntet und den Like-Button für die neuen Fahrzeuge aus dem Ill-Gotten Gains DLC Part Nummer 2, den Like-Button so richtig zu verprügeln. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao!